Es ist Sonntag, das heißt für Lena und für mich eine Runde Golf. Unkonventioneller Start ins Video. Warum? Ja, wir hatten technische Probleme. Das eine Mikro ist ausgefallen. Somit jetzt ein Mischmasch. Auf den nächsten Bahnen wird's besser. Ich glaube, es ist klar, welchen wir nehmen, oder? Deiner ist gut. Ich habe hier einen ganz guten Abschlag abgelegt und den haben wir dann auch genommen und von da aus weitergespielt. Wir spielen also einen, wie heißt das? Scramble. Aber welche Art? Da gibt es ja mehrere. Texas Scramble. Ja, etwas kurz. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welcher Scramble euer Lieblings-Scramble ist. Und unser Ziel war hier, Paar zu spielen auf den neuen Bahnen, die vor uns liegen. Ob wir das geschafft haben, bleibt bis zum Ende dran. Ja, wir hatten hier zwei ganz gute Distanzschläge und haben uns dann aber für Lenas entschieden, weil der etwas weiter rechts lag. Und Lena spielt ja auch direkt mit ihrem Eisen 9 aufs Grün, etwas links von der Fahne, sodass ich versucht habe, das nochmal ein bisschen zu korrigieren nach rechts, wobei der Schlag halt schon gut war. Und wir schauen mal, ob es mir gelingt. Scheint mir nicht der Fall gewesen zu sein. Wir nehmen meinen Ball. Die Annäherung war etwas zu weit links von der Fahne. Das heißt, es ist jetzt noch ein relativ langer Putt. Aber schauen wir mal, zwei Versuche haben wir. Chance auf Paar. Ja, Länge war gut. Ich vergesse immer, das ist ein Paar 5. Ja, das ist jetzt Chance auf Birdie. Aber ich vertue mich hier immer. Ich denke immer, es ist ein Paar 4, aber es ist ein Paar 5. Das heißt, wichtig jetzt erstmal hier eine gute Annäherung. Hast du auf der Bahn schon richtig bemerkt. Ja, passiert mir nämlich öfter da. Aber guter Putt. Kann man nicht meckern, würde ich sagen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier ein Paar spielen. Ja, solche sind ärgerlich. Kann man das nicht machen. Naja, Lena, jetzt musst du ran. Also beim Putten auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das ist mir schon bei unserer 18-Loch-Runde gestern aufgefallen, dass ich da doch einige Schläge liegen lasse. Aber Lena macht das souverän. Erstes Loch, direkt Paar. Sehr gut, weiter geht's. Gut. Bahn 11. Wir sind mit dem Paar gestartet. So kann es weitergehen. Und den ein oder anderen Birdie kriegen wir ja vielleicht auch noch hin. Ja, etwas rechts. Das Recht sage ich auch sehr häufig nach meinen Abschlägen, aber ist häufig auch der Fall. Lena macht es hier hoffentlich besser. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich schon ein bisschen angefressen, weil die Technik nicht so wollte. Ja, ich auch. Also es war eins der anstrengenderen Videos, auf jeden Fall. Ja, Lena zieht etwas links rüber, aber wir haben einen, der ganz gut auf dem Fairway liegt. Ich glaube, da kommen wir klar. Auch hier haben wir uns dann für meinen Ball entschieden. Ich lag einfach ein bisschen weiter rechts, sodass wir uns erhofft hatten, mit dem zweiten irgendwie schon aufs Grün zu kommen. Mir gelingt das mit meinem Holz 5 nicht. Der geht nach rechts raus. Überraschung. Und Lena probiert es dann aber nochmal. Da liegt er okay. Ja, genau. Ich habe das Grün angespielt und das sieht auch ganz gut aus. Der lag nachher auch schön mittig auf dem Grün. Guter Schlag und ab hier geht es dann normal weiter. Schlag 2, mitten auf dem Grün, richtig stark. Ich will es jetzt nicht zu laut sagen, aber es ist wieder eine Chance zu unterspielen. Auch hier wieder mit einem relativ langen Putt. Aber die Chance wäre da. Zwei Schlägen hier auf dem Grün ist super. Ja, wie eben. Muss ich mir ein bisschen was abgucken. Naja, ich hatte gedacht, es fällt, aber ich glaube nicht so extrem, dass man reagieren muss. Ja, guter Putt. Muss. Wir haben ja jetzt zwei Versuche. Ich möchte ungern noch mal putten, Lara. Oh Gott, oh Gott. Ja, nachdem ich jetzt
wieder mal etwas zu sanft gepattet habe, hat Lena jetzt die Chance, das Paar einzutüten und macht es ganz souverän. Wieder mal eine schöne Bahn. Ich finde, wenn wir bei jedem Loch bei 2 Putts bleiben, ist es, glaube ich, ganz gut. Und weiter geht's. Bahn 12, Paar 4, 298 Meter vom roten Abschlag, 355 sind es dann vom gelben. Ja, relativ flach, aber bei den Bedingungen geht er noch ganz schön weit. Ich versuche den jetzt nochmal zu toppen. Ist ein komisches Wort. Ich versuche es nochmal besser zu machen. Jetzt von Lara hoffentlich ein schönerer Schlag. Leider nicht. Egal, wir haben einen, der ist okay. Können wir ein paar noch angreifen. Der Abschlag war zwar nicht schön, die Lage ist aber gut. Liegen relativ mittig, müssen durch die Bäume links und rechts. Fahne steht eher rechts auf dem Grün. Und Lena spielt direkt aufs Grün. Der könnte schon zu weit sein. Also nächstes Mal Hybrid. Lena, deine Weiten sind nicht zu unterschätzen. Ja, das habe ich gestern schon bemerkt. Dadurch, dass es so trocken ist, rollen die entsprechend weit. Muss man auf jeden Fall im Kopf behalten. Lara, etwas rechts. Die Länge passt, glaube ich, besser. Ja, könnte im Bunker sein. Wir nehmen doch Laras Ball. Der liegt nämlich näher zur Fahne. Meiner lag knapp hinter dem Grün. Da müssen wir jetzt um ein paar wirklich kämpfen. Ich habe auf die Fahne gezielt, aber ich würde den so nach einem Drittel schon aufticken lassen. Zu weit. Oder? 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 Ich habe deswegen auch deinen Pessimismus eben nicht verstanden. Jetzt müssen wir auch ein paar kämpfen. Da hattest du doch noch gar nicht gespielt. Lena hat keine Lust, zur Tasche zu gehen. Das heißt, zack. Ich weiß gar nicht, ist das erlaubt? Weiß das jemand? Schreib es mal in die Kommentare, ob das erlaubt ist. Oder ob wir jetzt ein Fehlverhalten begangen haben. Bisher genau immer Paar gespielt. Stehen hier jetzt auf Bahn 13, Paar 3. Er ist drüber. Ja, meiner ist knapp drüber. Der ist übers Wasser gelaufen. Und Laras, leicht rechts, bitte bleib. Ja, das passt. Wir brauchen einen schönen Chip. Komm. Lena versucht jetzt etwas kürzer noch zu spielen. Auch eine gute Annäherung. Liegt sehr gut. Lena sagte gerade schon, sie hofft, dass ich nicht mehr putten muss. Das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass das hier ein sicheres Paar wird. Und das wird's. Sehr gut. Weiterhin 0 über Paar, 0 unter Paar. Man könnte sagen Paar. Gut. Bahn 14, 342 Meter von Rot, 397 von Gelb, ist ein Paar 4. Lena startet mit dem 5er Holz und macht einen sehr schönen Abschlag. Da können wir nicht meckern. Also Lara, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen mehr mittig. Ja, das hast du wörtlich genommen. Gut, dass wir zusammenspielen. Meine war nämlich im Aus. Lena entscheidet sich für einen Hybrid. Nächste Woche spielen wir mal auf einem Platz in Paderborn. Ich hoffe, dass wir das einigermaßen hinkriegen mit den Entfernungen. Ansonsten müssten wir uns mal von unserer Mutter ihr Entfernungsmesser ausleihen. Weil man kann sich zwar einigermaßen orientieren mit den Abgrenzungen. Ja, schade. Springt noch nach rechts, aber liegt gut.
Naja, aber einfacher ist es mit einem Messgerät. Mal schauen. Lara hat Bedenken mit den Entfernungen. Ich habe eher Bedenken, dass wir da unsere Routinen neu finden müssen mit Film und Spiel. Also katastrophaler Schlag, aber wir liegen auf dem Grünen. Putt zum Birdie. Schafft Lara es. Oh, aber guter Putt. Also Paar schaffen wir auf jeden Fall, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, Lena hat jetzt die Chance, nochmal ein Unterpaar zu spielen. Mal gucken. Ansonsten haben wir ein ganz gutes Backup mit meinem Putt. Ist natürlich viel Glück auch dabei, ob sowas gelingt. Aber wenn es einem gelingt, dann Lena. Ja, leicht vorbei. Länge war aber gut. Also, das ist auch wichtig, dass man diese Putts ernst nimmt. Ich habe auch so einen schon mal daneben gehauen. Der war drin. Und es geht weiter auf der Bahn 15. Paar 3. Lena startet mit einem Hybrid. Das ist eigentlich der optimale Schläger. Sind so um die 130 Meter bis Anfang grün. Holz wäre zu weit, vor allem bei dem trockenen Boden, wo die einfach sehr weit rollen. Startet hoch, etwas rechts und geht in den Bunker. Ist aber in Ordnung. Ja, da bin ich nicht zufrieden mit, ist ja klar. Letztes Mal habe ich hier Birdie gespielt. Schaut euch das Video gerne an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Es war eine sehr, sehr gute Runde von Lara und mir. Lara versucht es hier mit dem Eisen 7. Sie selbst hat kein Hybrid. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, aber nicht im Bunker. Wir können chippen. Es ist wirklich ein Vorteil, wenn man den Schlag vorher schon mal gesehen hat. In ähnlicher Ausführung kann man viel lernen. Guter Schlag. Lena fragt nach einem Tipp. Ich glaube, ich würde etwas links von der Fahne spielen. Ich habe jetzt rechts von der Fahne gespielt. War, glaube ich, nicht die schlauste Idee. Ansonsten 50% vielleicht. Bisschen links ausrichten und dann ist gut. Ach, schade. Ich dachte, der geht noch ein Stück weiter. Haben übrigens Lenas Ball genommen. Lag ein Stückchen näher dran. Schade. Ich hoffe, Lara hat jetzt die richtigen Schlüsse aus meinem Putt gezogen. Yes, sehr gut. Bahn 16. Wir wünschen uns wie immer einen schönen Abschlag. Schön, ja, ist okay. Ist nicht das Beste, was ich jemals von dir gesehen habe, aber auch nicht das Schlechteste. Ist ja das Schöne, wenn man zu zweit spielt, dann hat man noch eine Chance. Wir haben jetzt einen Ball, der ist solide im Spiel. Das heißt, Lena kann in Ruhe und entspannt versuchen, noch mal einen draufzusetzen. Ich mache mal die Kamera noch mal ein bisschen. So. Noch mal ein Stück weiter rechts, aber ich denke, da ist einer dabei. Wir haben uns für Laras Ball entschieden. Meiner war zwar 3-4 Meter weiter, aber nicht auf dem Fairway. Oh, knapp aufs Grün, Schwein gehabt. Ich habe mal ein Holz genommen, weil die 100 Meter Marke ist noch so 30 Meter entfernt. Lena hat sich für ihren Hybrid entschieden, wenn sie den gut trifft, aber auch durchaus eine Weite, die machbar ist. Etwas mehr geradeaus wäre schön, genau so. Richtung ist super, jetzt hoffe ich, dass die Länge reicht.
Naja, bisschen weiter rechts, dann wäre er drauf gewesen. Ja, Laras war auf dem Grün, meiner war knapp neben dem Grün, deshalb jetzt der lange Putt von Lara erstmal. Oh, schöner Putt. Das wäre cool gewesen. Paar schaffen wir. Also, guter Putt. Ein Birdie auf einem Par 4 wäre auch cool gewesen. Das wollte ich damit ausdrücken, dass wir noch eine Chance haben. Lena spielt auch einen guten Putt. Naja, für die Entfernung. Wenn du jetzt alleine spielen würdest, wärst du nicht unzufrieden. Aber auch nicht zufrieden. Lena sagt auch nicht zufrieden. Nee, Lena. Wir nehmen den. Aber Lena will noch ein bisschen üben. Nee, wir machen das jetzt so weiter. Also diese kurzen Putts übe ich, weil, wie gesagt, ich habe auch letztens mal einen daneben gezielt. Wahnsinn. Aber die Konzentration hilft dann. Schön, weiterhin Paar und läuft. Du möchtest noch einen Unterpaar spielen? Ja, wir haben noch zwei Chancen, also ist noch drin. Gut. Ich würde sagen, Bahn 17 ist die größte Herausforderung. 457 Meter, Par 5, 505 Meter vom gelben Abschlag. Das heißt, hier braucht man schon wirklich einen guten Abschlag und zwei gute Distanzschläge. Deswegen ist es gut, dass wir zusammenspielen. Da ist die Chance natürlich höher. Und wir hoffen natürlich auch, vor allem, dass wir im Paar bleiben. Lena macht hier einen hohen. Bin mir nicht mal sicher, ob wir da das Tracing drüber legen können, ob der überhaupt im Bild war. War wirklich relativ hoch. Einen schönen haben wir schon mal im Spiel, Lara. Über einen etwas weiteren Abschlag freue ich mich. Leider nicht. Jetzt hoffen wir mal, dass noch ein paar gute Schläge kommen. Haben uns natürlich für Lenas Ball entschieden. Meiner lag im Bunker. Lena spielt mit dem Holz 5 weiter. Sicht auf die Fahne ist gut. Sauberer Schlag. In den Wald. Ja, da wollte ich etwas zu viel rausholen. Der Schlag hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber die Richtung, die war nicht so gut. Naja, jetzt Laras Versuch mit dem Holz. Ja, deiner liegt, glaube ich, trotzdem besser. Ja, wir haben gerade schon gesagt, ein guter Distanzschlag, eine gute Annäherung und ein Putt. Der Schlag war nicht schlecht, aber etwas rechts. Lena jetzt auch noch mal die Chance. Sie nutzt sie auf jeden Fall besser. Komm, ein bisschen Pech noch. Ja, hier hatten wir Glück. Wir hatten ja erst die Vermutung, dass es in den Bunker eventuell noch gerollt ist. Ist aber nicht der Fall. Das heißt, Lena kann jetzt eine schöne Annäherung vorlegen. Und ich versuche, von dem Schlag zu lernen. Aber er sieht schon sehr gut aus. Ist dann noch so ein bisschen nach rechts gesprungen, ne? Das sind gleiche Fehler wie ich. Naja, haben wir jetzt einen schönen langen Putt. Souverän. Sehr schön. Ich hatte es gehofft. Ich hatte jetzt keine Lust, den zu machen. Juhu. Bisher? Paar. Und sogar hier auf dem Paar 5 mit diesen, naja, doch zwischenzeitlich eher mittelmäßigen Schlägen. Letzte Bahn. Bahn 18. 343 Meter von Gelb. 301 Meter von Rot. Holz 5 und
ja, liegt noch auf dem gemähten Gras. Naja, gucken wir mal, welchen wir nehmen. Nein. Wahrscheinlich trotzdem Laras. Nicht ganz leicht hier. Das habe ich befürchtet, dass bei der Hanglage dann, dass man zu früh aufkommt. Ja, vielleicht. Ich hoffe, ich kriege das noch ein bisschen besser hin. Das Ergebnis ist zwar bisher ganz gut, aber so richtig Spaß macht das Spiel nicht, wenn man ständig den anderen Ball aufsammelt, dann wieder zurückgeht. Das dauert auf jeden Fall länger. Schöner Schlag, aber Lena will nach Hause. Und auf der letzten Bahn wird es nochmal spannend, ob wir es schaffen, in unserem Paar-Rhythmus zu bleiben. Ja. Lara muss es jetzt besser machen. Das wird sie auch schaffen, denke ich. Nein, leider nicht. So, den möchte ich natürlich reinschippen, um unser Paar zu verteidigen. Oh, viel zu weit. Meiner war deutlich zu lang. Ich hoffe, Lara lernt daraus. Nein, tut sie nicht. So. Ja, letzte Bahn haben uns das Paar auf jeden Fall schon mal versaut. Ja, schauen wir mal, ob Lena es jetzt hinbekommt, dass wir die Runde mit einem Überpaar abschließen. Nee. Also, wer bis zum Ende geschaut hat, wurde nicht enttäuscht. Und wir würden sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.